Ja, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge von Tormentum Daxoro, ihr lieben Leute! Servus! Ich bin in der Kathedrale, das ist eine Kathedrale, Leute. Ich habe mir in der letzten Folge alle Bilder angesehen, sehr interessant. Da ist der Tod zu sehen und so weiter. Das sind so viele Bilder, Leute, schaut einmal. Da schauen wir weiter mal, was ist das? Das Innere einer Höhle, okay. Schauen wir uns mal die ganzen Bilder hier an. Das, der Kadaver eines Tieres. Oh mein Gott. Ich hoffe nicht, dass ich mir das alles merken muss. Sonst verkappte Gestalten. Okay. Also vermummte Gestalten, würde ich mal sagen. Hat es ausgesehen. Ein mir unbekanntes Wesen. Es scheint zu schreien. Oh mein Gott. Endboss. Leute. Nö, voll nicht. Was haben wir da eigentlich? Da haben wir... Haben wir einige Sachen, Leute. Diese komische Konstruktion erinnert mich an ein Tier. Kann ich mal da irgendwas nehmen? Nö, voll nicht. Also ich kann da gar nichts nehmen. Ich habe auch momentan gar nichts. Was haben wir da? Oh mein Gott, Hände. Diese Bäume scheinen zum Leben erweckt zu sein. Oh Gott, was ist hier passiert? Ich glaube, das ist ja quasi sicher irgendwas so Magiemäßiges. Und ich glaube, der Magier oder die Magierin hat was damit zu tun. Die wir gesehen haben in der letzten Folge. Wenn ich mir dieses Gemälde angucke, dann kann ich mir den Zorn dieser Gestalt ausmalen. Ach du Kacke. Sag mal da. Das scheint ein Porträt einer verwesenden Leiche zu sein. Dann haben wir da was. Aber ich kann da nichts machen, Leute. Ein Gemälde, welches eine merkwürdige Konstruktion darstellt. Lauter merkwürdige Konstruktionen, Leute. Oh. Das Porträt einer Gestalt mit langer Schnauze. Na super. So, da haben wir was. Leute. Nicht die Krone macht den König, sondern sein Herz. Ein König muss sein Herz für alle geöffnet halten, um Hoffnung auf ein besseres Morgen zu offenbaren. Hoffnung ist kein Traum, sondern die Art und Weise, Träume in Realität umzuwandeln. Wenn ein König sich für andere öffnet, dann werden auch die Geheimnisse seiner Krone sich ihm offenbaren. Okay. Was haben wir da jetzt eigentlich? Eine Türe. Okay, gehen wir mal da rein. Oh mein Gott. Ah, Hilfe! Was ist das? Was ist das? Was bist denn du? So, da ist ein Blinder. Schau doch mal. Das ist der malt das alles. Schau, Kätzchen. Wir haben unerwarteten Besuch. Und das auch noch einen sehr gerissenen. Da unser Besucher die Kunst des Dechiffrierens kennt. Wenn du schon einmal hier bist, dann kannst du mir ja sagen, was es Neues außerhalb der Kathedrale gibt. Wir sind selten außerhalb unserer Mauern. Okay. Das Dorf ist zerstört? Ich sehe, dass der Bau dieser Kathedrale vor Jahren sich als gute Idee herausgestellt hat. Du hast dein Gedächtnis verloren und denkst, dass die Belebung der Figur auf dem Hügel dir hilft, es wieder zu erlangen? Ich denke, dass du mit dieser Annahme sehr falsch liegst. Oh Gott. Die meisten, die hier hinkommen, suchen die Erlösung von ihren Sünden. Die Figur zieht Menschen an, die ein tief verwurzeltes Bewusstsein des Bösen haben. Du meinst, du seist anders? Okay. Oh mein Gott. Ich bin einer der wenigen, denen es gelungen ist, das Tor in der Skulptur zu überschreiten. Kaum einer glaubt aber an meine Erzählung. Die meisten denken, ich sei irre. Das war vor vielen, vielen Jahren. Ich habe dafür einen hohen Preis gezahlt. Mein Augenlicht. Trotz alledem versuche ich bis heute, meine Gemälde das zu erfassen, was ich damals gesehen habe. Oh Gott. Ich will, dass sie eine Warnung sind für solche wie du. Der Übergang zur anderen Seite ist nichts Gutes, glaube mir. Mich hat meine Neugier zugrunde gerichtet. So oder so müsstest du über ein Schwert aus Sternenerz verfügen, um diesen Durchgang zu öffnen. Ich habe mein Schwert vor langer Zeit in der Ecke in der Erde vergraben. Kätzchen, erinnerst du dich noch, wo das genau war? Ach, stimmt. Damals warst du ja noch nicht auf der Welt. Leute! Und Kätzchen, helfen wir ihm? Natürlich, bitte! Wenn meine Gemälde und meine Erzählungen dich nicht abschrecken, dann kann ich dich in keiner Weise aufhalten. Ich könnte dir eine Skizze des Schwertes anfertigen, welches dir das Tor in der Skulptur öffnen würde. Das Sternenerz musst du aber selber finden. Bevor ich dir aber helfe, würde ich dich um einen kleinen Gefallen bitten. Nimm dieses Werkzeug. Es dient der Restaurierung von Gemälden.
Repariere bitte 30 Gemälde, denn der Zahn der Zeit beginnt langsam an ihnen zu nagen. Im Gegenzug für die getane Arbeit fertige ich eine Skizze des Sternenschwertes für dich an. Oh Gott, Leute, na super. Oh Gott. Ich habe das Pinselset für die Restaurierung der Gemälde genommen. Sieht nach viel Arbeit aus. Ach du Kacke, Leute. Jetzt muss ich Gemälde restaurieren. Wenn du bereit bist, wird meine Katze dir den Weg zu den Gemälden zeigen, die eine Renovierung bedürfen. So, und welche? Höre nicht auf diesen alten Tölpel. Wozu solltest du dir so viel Mühe geben, um diese Schmierereien zu entstauben? Ich zeige dir lieber, hinter welchen der Gemälde sich Fetzen der Skizze des Sternenschwertes befinden. Okay. Oh. Schau auf die Wand, ich habe sie dir mit der Pfote gekennzeichnet. Aha, eine Kleinigkeit noch. Um an diese Fetzen zu kommen, wirst du die Gemälde zerschneiden müssen, aber dieser Verlust ist nicht der Rede wert. Okay. Ich lasse dir hier ein paar Messer, zögere nicht, sie zu verwenden. Dieser alte Irre wird so oder so nichts merken, er ist komplett blind und dazu auch noch fast taub. So, eine Restaurierung. Also ich finde, dieses Gemälde mal, ich muss es zerschneiden. Da habe ich aber ein Messer, also ein paar Messer gleich. Ich habe 3 Messer aufgenommen. Ich muss mir ernsthaft Gedanken machen, ob ich sie zum Schneiden der Gemälde nutzen soll. Das ist die nächste Entscheidung, Leute. Ja, helfen wir dem Maler, dem Künstler, oder helfen wir dieser Kreatur hier? Seiner sogenannten Katze. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Leute, das ist so irgendwie total... Schau, ich habe ein Pinselset und ein Messerset. Die Frage ist jetzt natürlich... Erstmal, ist das das einzige Bild? Weil er hat nur das markiert. Schau doch mal. Was ist der? Achso. Oh, Leute. Schau doch mal. Geschatten in den Fuß der Skulptur stehen, ein riesiges Gesicht darstellt. Okay. Okay, ich zerschneide es. Ich helfe der Katze, Leute. Der Schreiberling. Dieses Fragment der Skizze habe ich bereits nachgezeichnet. Gut. Ein gespenstischer Totenkopf. Kann man da auch was machen, Leute? So, also das ist einmal gekennzeichnet worden. Die anderen nicht. Jetzt gehe ich einmal raus. Da ist noch eins gekennzeichnet, Leute. 3 sind es im Gesamt. Diese Kreatur hier. Ein Baum, Leute. Ha! Sehr gut. Dieses Fragment der Skizze habe ich bereits nachgezeichnet. Ja, ich zerschneide die Bilder, Leute. Oh! Können wir da zurück auch? Ist da auch was? Ja, da. So. Und dann mache ich das letzte, Leute. Endlich. Nun habe ich alle Teile der Skizze des Schwertes. Ich nähere mich meinem Ziel. Der Kunstkritiker. Weil ich den Künstlern nicht geholfen habe. Okay. Ist das sicher böse auf mich, Leute? Was hast du angestellt, du Narr? Ich würde lieber von dir umgebracht werden, als dass du meine Werke zerstörst. Warum? Womit habe ich das verdient? Welche unheilvolle Kraft hat dich zu solch einer niederträchtigen Tat verleitet? Ich werde dir nicht mehr helfen. Verschwinde von hier! Was sagst du mir? Mrau, wieso schaust du mich an? Ich bin nur eine Katze, Mrau. Du hast die Gemälde dieses armen Greises zerstört. Schäme dich, Mrau. Du Vogel! Das ist ein Verräter! Aua, ist mir egal. Schau mal, was das ist. Ein entstelltes Wesen. Ich schätze mal, dass er mit dem Ganzen hier zu tun hat. Ich weiß es nicht genau. Schau ich noch, ob ich irgendwas brauche. Nö. Gehen wir mal zurück. Da können wir nämlich auch noch hin. Wie schaut es mit der Aufnahme aus? Ja, fast 10 Minuten. Knappe 10 Minuten. So, was haben wir da drin? Okay, Leute, gut, da haben wir auf jeden Fall nichts mehr. Da ist auch nichts, da ist... Ich schaue, ob ich da irgendwas übersehen habe.
Voll nicht, Leute. Da, da, da. So, dann kann ich hier rausgehen wieder. So, der Maler hat die Kathedrale verschlossen. Er schätzt seine Privatsphäre über alles. Na, Leute. Ah, super. Dorthin kann ich nicht mehr zurückkehren, aber vielleicht ist es auch besser so. Oh mein Gott. Das ist natürlich der Bau eines... Also, das ist natürlich... ja. Habe ich es verscherzt mit ihm, aber ist doch wurscht jetzt. Ich habe die Skizze sowieso. Die schaue ich mir jetzt einmal an. Schau doch mal, die Skizze des Schwerts. So, und da... Ja, keine Ahnung. Also ich kann dann nur runtergehen. Und auf die linke Seite kann ich auch gehen. Brauchst du noch was? Okay, nö. Dann gehe ich einmal nach links, Leute. Weiter geht's. So, was haben wir da zum Bleistift? Aus dem Feld, auf dem Felsen aufgespießt. Er ist tot. Was haben wir da jetzt? Da ist jemand, schau doch mal. Heute weht der Wind mit Trauer. Hörst du das Rauschen? Hier spielte sich eine große Schlacht ab. Wir wurden von den Rittern aus dem Schloss angegriffen. Sie wurden angetrieben von ihrer Besessenheit aus, uns das Böse auszumerzen. Ein Wesen hat ihnen dabei geholfen, welches wir anfangs für einen Freund hielten. Es hat den lähmenden Nebel im Dorf verteilt und somit den Rittern den Angriff erleichtert. Soweit ich weiß, nennt man dieses Wesen Grauer Ikarus. Du erkennst ihn anhand seiner großen stattlichen Flügel. Oh Gott, und den habe ich das Ei gegeben. Damals. Shit. Sicherlich hat er uns für eine Handvoll Eier verkauft. Zum Glück haben wir es geschafft, ihn zu verletzen. Er kann nicht weit sein. Ach du Kacke, Leute. Und ich habe denen damals das Ding gegeben. Das Ei gegeben. Ja, woher soll ich denn das wissen, Leute? Ich bin dafür verantwortlich, was hier geschehen ist, Leute. Was haben wir da? Was ist da? Oh Gott. Ein Rätsel. Da fehlt nämlich ein Stück. Hier fehlt der Steinplatten. Also das Rätsel. Das nächste. So, da können wir eh nur da gehen. Was ist das da unten? Das nützt mir nichts. So, dann gehen wir mal darauf, Leute. Wie schaut's aus? Ja, 12,5 Minuten. Das geht. Oh mein Gott. Da ist die Ratte. Er ist da, Leute. Schaut einmal. Kennt ihr den? Kiki, die Krone erwies sich als nutzlose Waffe. Ich sollte übernatürliche Kräfte erhalten. Aber alles war nur eine Lüge, Kiki. Kiki, du hast mir ein nutzloses Stück Alteisen gebracht. Du hast mich betrogen. Was? Fürwahr, ich habe auf der Seite der Ritter gekämpft. Es war eine schwere Zeit für meine Familie. Wir hatten nichts zu essen, Kiki. Aber du bist nicht ohne Schuld, Kiki. Das war ein Verräter, Leute. Ja, der hat ja auch Sklaven gehalten. Ja, ist so. Okay, das haben wir gerade gehört. So, was ist mit dir? Eines Nachts kam in unser Lager ein geflügeltes Wesen. Es bat uns, im Unterschlupf zu gewähren, was wir auch taten. Das war ein Fehler. Wie du aber siehst, erwies er sich als hinterlistiger Verräter, da er den lähmenden Nebel in der Nacht verbreitete. Er hat uns sicherlich für eine Handvoll Eier verkauft. Diese fliegenden Kreaturen haben eine Schwäche für diese Eier. Und ich hab's ihm verkauft gegeben. Finde ihn bitte, ich werde mich dafür erkenntlich zeigen. Er ist verletzt, so kann er nicht weit gekommen sein. Ja, ist das alles schon? Die Tasten dieses Instruments haben Bezeichnungen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Okay, was ist denn da unten jetzt eigentlich? Okay, da haben wir eh nichts mehr. Irgendwie plagt mich ja jetzt schon ein schlechtes Gewissen, Leute. Ein spitzer Kegel mit einer Vertiefung am unteren Ende. Kann ich da was machen? Das Feuer hat alles in der Umgebung verschlungen. Ein Wärter, der während des Kampfes fiel. Okay, da kann ich ja gar nichts machen, Leute. Die Leiche eines der Kämpfer. Ich kann auch nicht rauf oder nicht nach links, ich kann nur nach unten.
Er kann noch nicht weit gekommen sein. Dieser Kollege. Ich hab da gar nichts gerne. Der sagt mir auch nur das Gleiche wie schon die ganze Zeit. Meine Tochter spielt wieder Trompete, Leute. Juhu. So, da, Leute. Schaut mal, was kann man denn da jetzt machen? Ich muss was Neues sammeln, Leute. Ich habe noch gar nichts. Kannst du mir was Neues sagen, Kollege da drin? Ich sehe, du hast bereits die Skizze des Schwertes. Zum Schmieden brauche ich aber noch das Sternenerz. Such in der Kapelle westlich der Kathedrale. Mach ich, Leute. Suche in der Kapelle westlich der Kathedrale. Okay. Kann ich da irgendwas aufheben? Vielleicht das da oder sowas? Ja. Kann ich auch momentan nichts machen. Was ist da oben? Schau doch mal. Da war ich noch gar nicht oben. Ha, oh mein Gott, da ist er. Leute, da ist dieser komische Icarus. Ich erkenne dein Gesicht, Kiki. Du bist es. Danke nochmal für das Ei, welches du mir gebracht hast, Kiki. Du bist ein Idiot. Ich weiß nicht, was du für Antrieb hattest. Kiki, wie du siehst, war mein Glück von kurzer Dauer. Der Geschmack des stürmischen Eis hat erneut in mir das verborgene Verlangen geweckt. Ich wollte mehr und das Schloss bot zu viele Eier an. Zu viele, Kiki. Alles verloren durch meine maßlose Gier, Kiki. Kiki, jetzt bitte ich dich nur noch, mich in Ruhe sterben zu lassen. Ja. Ich war Zeuge dessen, wie kleine Begierden zu großen Tragödien führen. Ohne viel Zeit zu verlieren, begab ich mich zu dem zerstörten Dorf, um das Ergebnis meiner Suche zu berichten. Hast du den geflügelten Verräter gefunden? Der ist tot. Soll ich sein Versteck preisgeben oder schweigen, um somit diesen Unglücksvogel zu schützen? Nachdem er jetzt eh schon alles egal ist, schweige ich. Ich verrate es, weil er stirbt sowieso, Leute. Also ich verrate diesen Vogel jetzt, weil er stirbt ja sowieso, weil er verletzt ist. Also. Der Denunziant. Hervorragend, bevor er den Geist abgibt, wird er für seine Sünden bezahlen. Ja, er stirbt ja sowieso. Ich habe auch einen Hinweis für dich. Deinen weiteren Weg zeigt dir Musik auf. Servus. Ja, Leute, es tut mir leid, ich habe mir es verraten. Weil ich bin ja der Meinung, er stirbt ja sowieso. Und er hat einen Fehler begangen. Er war gierig und nur weil ihm Eier angeboten waren, hat er das gemacht. Die Gier muss auch bestraft werden, Leute. Ja, es ist leider so. Das ist eine Art Notenblatt. Ich versuche das zu spielen. Oh mein Gott. Leute, ein Rätsel! Ja, aber in der nächsten Folge werde ich das Rätsel machen, Leute. In der nächsten Folge, weil die Folge schon wieder aus. Und dann kommt die letzte Folge in dieser Session. Ja, es war nur eine kurze Session, Leute. Aber eine Session war's. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Bleibt also dabei und bleibt mir weiterhin treu. Game over. Ciao.